würde es einmal sagen, wir haben 78. Das heißt, wir holen uns hier einmal diese Kisten. Wir nehmen natürlich alles mit. Gibt auch ein schönes Achievement. Färbemittel Paket 1. Ja, gut, den Text unten hatten wir ja schon gelesen. Freunde Ausdrucksmittel. Das wir wahrscheinlich nicht anwenden werden, weil wir ja böse sind. Wir brauchen keine Freunde. Aber das Vermieterpaket, das brauchen wir. Dann können wir jetzt nämlich endlich mal im Vagabundenlager ein paar Sachen kaufen. Jetzt haben wir noch 72. Schockzauber. Ich glaube, wir bleiben erstmal beim Feuerballzauber und holen hier die 3 Stufe 1 Kisten. Schockzauber können wir ja noch später holen. Machen wir auch noch später. Das heißt, wir werden nichts verpassen. Keine Sorge. Unstoppable! Wow. Fernkampfwaffen. Stufe 1. Ja! Unstoppable! Da hat sich ja viel geändert. Und Magie Stufe 1. Auch wieder für 20 Gildensiegel. Unstoppable! Was hat sich jetzt hier direkt geändert? Zu einem natürlich hier Nahkampf- und Fernkampfwaffen wir mehr Schaden, bla bla. Das Aussehen von den Waffen hat sich ein bisschen geändert, aber das Einzige, wo man wirklich was merkt, abgesehen vom Schaden, ist eigentlich bei der Magie. Und zwar lädt man jetzt viel schneller auf. Und zwar eben jede Stufe verschnellert quasi das Aufladen um eine Stufe, wenn man das so sagen kann. Das heißt, wir hatten ja vorhin das, dann das, oder? Nee, erst der normale Angriff hier. Dann konnten wir hier in den sehr schnell rein. Aber um in den Status hier zu kommen, haben wir schon ein bisschen länger aufladen müssen. Und das geht es eben sehr schnell. Und dann dauert es natürlich wieder ein bisschen bis zu der Stufe. Was natürlich mehr Schaden macht und große Reichweite hat, bla bla, kennt man ja. Aber eben mit der nächsten Stufe geht das in den Modus immer noch oder wieder etwas schneller. Ne, ist ja relativ simpel. Dann kann man jetzt hier wieder die Siegestraße verlassen und endlich was kaufen. Juhu! Geld, Geld oder Leben. Und ein Ladescreen oder Speicherscreen. Ihr habt genug Geld angesammelt, um ein Haus zu kaufen. Ach, wirklich? Häuser sind exzellente Investitionen. Und ihr braucht ein Heim, wenn ihr jemanden kennenlernt. Heilige Kartei. Es ist geschafft. Okay. Das ist ein Grund zum Jubeln. Juhu! Albion hat wieder einen Helden. Falls ich je nützlich sein kann, wäre es eine Ehre, euch zu dienen. Das ist. Euer Erfolg war gewiss, Sir. Jetzt habt ihr den Beweis für Ja, euren Opa. Heldenstatus. Und ich glaube, Walter hat Fortschritte mit dem Söldnerproblem gemacht. Oh. Er wartet vor der örtlichen Taverne auf euch. Oh. Dann gehen wir gleich mal hin, doch zuerst. Huhu, was wir vorhin schon Wie machen wollten. merkwürdig, dass Sir Walter Doch, gosh. ausgerechnet eine Taverne als Treffpunkt ausgesucht Vielleicht hat. will er ja Ich hoffe, er kann sich beschäftigen, während er auf euch wartet. sich einen hinter die Binde kippen. Würde ich jedenfalls machen. Wie viel Geld haben wir? 575. Ja, gut, dann nehmen wir hier einfach mal den Wagen der Liebe. Den nehmen wir mit. Jetzt können wir hier kaufen und einziehen oder kaufen und vermieten. Einziehen wollen wir nicht. Wir wollen den Geld verdienen. Das heißt, wir kaufen ihn uns, ja, für 422. Trautes Heim, Glück allein, sagt man doch. Aber ohne schöne Alter. Möbel ist das Glück schnell getrübt. Habt ihr Aha. schon mal darüber nachgedacht? Nee. 422 hat er gekostet. Oh mein Gott! Wenn man jetzt diese 2 nach hier unten packt und die 7 zuhält, 23 und 42. Wow. Gut, wir können jetzt hier den Wagen reparieren. Kriegen wir mehr Miete? Im Moment 37. 230 kostet es. Wie viel haben wir denn? 153 können wir Teilreparatur machen. Nein, natürlich nicht. Ah, okay, gut. Aber wir können die Miete anpassen, wenn wir das denn wollen.
Im Moment ist sie auf normal, ungefähr alle 5 Minuten, 37 Gold. Legt die Mietpreise fest. Denkt daran, dass eure Preise die Meinung anderer beeinflussen. Na gut, zum einen müssen wir die Vagabunden hier auf unsere Seite bringen. Deswegen sollten wir es nicht unbedingt auf höchstmöglich gehen. Aber ich meine, wir brauchen das Geld, ne? Ich glaube, wir lassen es einfach mal auf normal. Dass wir dann ihre Zustimmung für uns gewinnen. Und dann, sobald sie sich in Sicherheit wiegen, kann man dann... und so... Gut. Trefft Walter in der Schenke. Ich will mal geschwind. Ah, da geht's raus. Will ich mal geschwind was gucken. Die Tür ist verschlossen. Ja, okay, dann hat sich das alles erledigt. Können wir uns hier diese Bücherregale anschauen? Ja, okay, wir könnten theoretisch wahrscheinlich nochmal da irgendwo hier eine Kiste öffnen zum Beispiel. Ja, sie an. In den Reliquienraum gehen, aber na gut, muss es nicht unbedingt sein. Da waren wir ja gerade schon. Ah, ein Zeitverzögerungstrang. Das ist ja super. Ja, da geht's eben in den Reliquienraum. Aber... ah, nein, ich will da nicht rein. Ich dachte, da unten kommt eine Tür. Ich wollte eigentlich schauen, ob man hier irgendwie was durchsuchen kann. Dass wir das Geld für die Reparatur zusammenkriegen. Weil die ist dringend notwendig. Das wird sicherlich irgendwie die Miete verdoppeln. Wie gesagt, eben alles eine Investition. Die Kisten können wir nicht kaputt machen, oder? Wir können sie verkohlen. Und... na, okay, ich dachte gerade, die brennen wirklich. Na, schade. Hier kommen wir nicht rein, gell? Die Tür ist verschlossen. Aha. Und die hatten wir schon durchsucht. Also wir... ah, nee, hatten wir noch nicht durchsucht. Oder gibt's da immer wieder neues Zeug? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall brauchen wir das Geld, ja. Wir könnten natürlich auch einfach eine halbe Stunde warten. Und durch die Miete, die wir bekommen, dann eben... das ganze Geld einnehmen. Aber das ist ja langweilig, ne? Während wir jetzt eh gleich eine Quatschrunde haben mit Walter, kriegen wir die Miete auch so. Von dem her, ne? Und doch bevor wir zu Walter gehen, will ich einmal geschwind woanders hinlatschen. Guten Tag. Und zwar hier Richtung dieser Froschstatuen, oder? Ich verlaufe mich hier immer, wenn ich dahin will. Ah, ja, genau. Ah. Leute, die das Spiel schon mal gespielt haben, wissen, warum ich das mache. Na, ihr scheiß Viecher. Aber ich glaube, das geht im Moment noch nicht. Ist die Quest wahrscheinlich noch nicht freigeschaltet. Natürlich wieder so eine Sammelquest. Wahrscheinlich ist die Tür auch verschlossen. Ah, guck mal, da kriegt man Miete. Drückt E, um an die Tür zu klopfen. Wenn ihr im Vandalismus begehen wollt, drückt Rück, um den Sicherheitsmodus abzuschalten. Schlagt sie dann mit links ein. Das muss ja nicht unbedingt sein. Kommt da einer raus? Nee. Können wir hier schon... nein, okay. Gut, das kommt dann wahrscheinlich auch wieder später. Ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen zu Walter. Widmen uns der Hauptquest. Was anderes kann man im Moment ja nicht wirklich machen. Und dann schauen wir mal, wie es dann weiterläuft. Aber erst habe ich hier noch geschwind. Oh, guck mal. Standverkäufer Luke. Hundetraining, Erkundung 2, 938.
wie geht es euch? Hallo, sehr gut. Das können wir uns nicht leisten im Moment. Gut. Wie viel Schlüssel brauchen wir denn dafür? 10! Wir haben 3. Na gut. Kommen denn wahrscheinlich später? Wenn das Geschäft nicht besser wird, bin ich raus. Aus dem Geschäft natürlich. Aha. Ein Geschenk für jemand die ganz Besonderes. Ja, gut, ich würde sagen, wir gehen dann erstmal zur Taverne. Ich weiß natürlich, wo die ist. Ich hatte mal ein Hop-Problem auf meinem. Boah, du hattest mal ein Hop-Problem. Das ist ja interessant. Walter hat also eine Lösung für das Söldner-Problem gefunden. Es war ja so, dass die Söldner im Mistpeak-Tal Probleme gemacht haben. Und da hat er jetzt wahrscheinlich eine Lösung dafür gefunden. Ja, und die. Vandalen? Nee, die Vagabunden oben. Oh. Was sehen meine Augen da vorne? Ja, gehen wir erstmal hier zu Walter. Wir gehen noch bankrott, die Vagabunden, die waren ja da Hunger und was weiß ich. Wart ihr erfolgreich? Nö. Fantastisch. Es wird euch freuen, dass ich jetzt etwas über die Söldner weiß, die Sabine erwähnt hat. Ihr Anführer ist ein Mann namens Saker. Er war früher Soldat, hatte aber schon immer mehr mit Banditen und Halsabschneidern gemeinsam. Seine Männer verschanzten sich in einer kleinen Festung in den Bergen. Aber ich habe da schon einen Plan. Zu viel Ausrüstung? Kommt mit. Okay. Was kann ich für euch tun? Hallo, hier ist wieder eure Lieblingskunde. Ich glaube, der läuft. Ja, gut. Alles klar. Guten Tag. Einer der Söldner. Ein kaltblütiger Mörder. Er heißt Clarence, wird aber von allen Jimmy genannt. Er hat den ganzen Tag in der Schenke getrunken und den Leuten das Leben zur Hölle gemacht. Es war nicht schwer, ihn abzufüllen. Diese jungen Schläger. Alles halbe Portionen, wenn ihr mich fragt. Wie auch immer, nehmt ihm die Kleider ab und ihr kommt ungehindert ins Lager. Versucht, diese Flecken einfach zu ignorieren. Die Kleidung des Söldners nehmen, da stand doch gerade was anderes. Gut, nehmt die Kleidung des Söldners. Im Wolfspelz heißt die Quest. Kann man mit Walter reden? Nein, natürlich nicht, aber wir können hier den Wirt beklauen. Ja, wahrscheinlich müssen wir erst den. Kann ich euch helfen? Den Kleinen ausziehen. Ein erfrischendes Getränk gefällig? Wir könnten uns hier einfach hinlegen, wenn wir das dann wollen. Wäre dann wahrscheinlich Vandalismus. Wäre uns ja egal, wir sind ja böse. Stellt euch na gut, nicht dann so wollen an. Wir mal. Ja, es sind nur Kleider. Ja, warum hast du das nicht lasst gemacht? Die Unterwäsche. Okay. Schade. Um jemanden zu überzeugen, müsst ihr euch schon noch etwas mehr anstrengen. Selbst diese Idioten merken, wenn der Bart oder Tätowierungen fehlen. Aber ihr könnt bestimmt alles Notwendige in der Stadt besorgen. Ich werde herumfragen, mit wem ich über Nahrung für die Vagabunden sprechen kann. Man hat hier vielleicht nicht viel übrig, aber die Leute sind freundlich. Man muss sie nur überzeugen. Wie auch immer, viel Glück mit Saker und seinen Söldnern. Danke. Das wird euer erster richtiger Kampf. Aber ich weiß, dass ihr das schafft. Natürlich. Gut, wir haben jetzt ein Söldnerkostüm. Ein Söldnerkostüm, Herren. Wir haben bei manchen Dingen Engpässe. Ich mache euch einen guten Preis, wenn ihr habt, was ich brauche. Aber ich glaube, dass wenn wir hier in der Stadt das Söldnerkostüm anziehen, das wird sich eventuell etwas ungünstig auswirken. Wanted Page. For crimes against the throne of Albion. Verdient 786 Gold durch Arbeit im Wolfspelz. Aha. Und warum? All officers are advised to take caution in making arrest. Oh, Geld. Subject is most dangerous. Aha, die Page wird also gesucht. Das ist ja interessant. Und noch ein Plakat. River Industries. Ich kaufe alles. Jedenfalls fast alles. Grabungsort. Und die... Graben. Graben, 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 graben. Graben, graben. Hier, graben. Irgendwas wollte ich doch gerade sagen. Jetzt bin ich wieder rausgekommen. Ich lasse mich aber auch so schnell ablenken. Ein Gagat. Ah ja, genau, wir haben das Geld zusammen, dass wir einmal geschwind hier. Es soll ja nicht so befriedigend sein, wie eigenes Geld zu verdienen. Oder es einfach wegzunehmen. Empfindet ihr es nicht als zu erniedrigend? Heidi Gosch. Wir können jetzt hier alles reparieren. 232. Gut.
Dann kriegen wir jetzt wie viel Miete? Immer noch 37. Ich dachte, das erhöht sich jetzt, da das repariert ist. Vielleicht noch nicht jetzt am Anfang, aber später wird es auf jeden Fall einen Unterschied machen, ob die Häuser repariert sind oder nicht. Gut, jetzt auf einmal 991 Gold. Ja, wahrscheinlich müssen es insgesamt 1000 sein dann. Und dann können wir uns die ganzen Tätowierungen und sowas leisten. Guten Tag, Dämonentür. Ich habe mich schon der Welt geöffnet, als sie anders war, als sie fröhlich und friedlich erblühte. Aber das waren noch andere Zeiten. Heute ist sie ein tragischer Ort. Ich fühle mich schutzlos, traurig und verlassen. Gibt es jemanden, der nicht böse und verderbt ist? Mutlos und verzweifelt? Jemand, der unschuldig rein und glücklich ist? Eine solche Person, wie jung sie auch sei, könnte meine Schwermut ein wenig lindern. Dann würde ich mich der Welt wieder öffnen. Oh, da war gerade ein kleiner Grafikfehler. Da sieht man... Ja, da oben. Ja, ja. Aha, die Dämonentür. Seid ihr verheiratet? Vielleicht könntet ihr beiden etwas Schönes, Reines ins Leben rufen. Ah, ich weiß schon, was sie will. Ja, genau. Ich gucke aber noch geschwind auf meiner lustigen Liste. Da habe ich es natürlich auch drin. Weil wir wollen ja alles mitnehmen. Und für ein Let's Play ist natürlich immer... Ja, ich werde gut, tödlich jetzt nicht... Unschuld wohl ein für alle Mal entsagen. Tödlich jetzt nicht unbedingt, aber doch schon sehr schlimm, wenn man da immer elendig lang rumlaufen muss, Sachen suchen oder Rätsel lösen, wo man nicht weiß, was man da jetzt machen muss und alles. Deswegen habe ich ja diese, oh Gott, diese scheiß 11 Seiten, ey. Lustige Liste mir ausgedruckt. Aha, Moment. Eine weitere Tür befindet sich im Keller der Brightwall Akademie. Aha. 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 Das ist aber keine Dämonentür, was da steht. Da steht, glaube ich, nur, wo die sind und nicht, wie man die löst. Ja, ist jetzt eigentlich auch egal. Kann ich mir ja später nochmal anschauen. Da steht auch nicht alles drin. Das ist ja irgendwie kacke. Muss ich mir dann vielleicht mal wirklich nochmal genauer anschauen und dann eventuell richtig abschreiben. Weil so geht das ja nicht, ne? Ja gut, ist auch egal. Auf jeden Fall weiß ich, was man bei der machen muss. Ich habe die ganzen Dämonentüren ja auch schon mal gelöst. Das heißt, da werde ich mich in den meisten Fällen wahrscheinlich noch dran erinnern. Aber das können wir jetzt hier im Moment eh nicht machen. Deswegen... Lassen wir das einfach und ich gehe auch nicht näher drauf ein. Kann man hier vielleicht noch graben, Hundilein? Oh, ein Schatz. Na, siehst du, hat sich ja gelohnt, mal hinter das Haus zu gehen. 150 Gold. Alles klar, ich würde mal sagen. Ich gucke nochmal geschwind auf die Karte. Okay. Wir müssen jetzt also... Moment. Ich habe doch gerade was gesehen. Verfügbare Quests 1. Ist es wahrscheinlich... Ah, die Quest von der Dämonentür. Oder? Nee, ach, die wird ja gar nicht angezeigt. Okay. Ja, im Wolfspelz verdient Geld durch Arbeit. Das wissen wir ja. Aber hier ist auch noch ein Ausrufezeichen. Verfügbare Quests 1. Ja... Da ist es wahrscheinlich von der Dämonentür, oder was? Mhm.
Das wird wahrscheinlich die einzige Mondtür sein, die wir nicht öffnen können. Naja, aber dazu später mehr, wenn wir dann mal da gewesen sind und so.